So. Stell mal vor, du musstest damals die Audio machen für dieses Hochziehen und so dieses Stöhnen. Aha. Das würde mich Dann. interessieren, wer das war. Bitte was? Es würde mich interessieren, wer das getan hat für Geld. So. Kann man bestimmt tatsächlich einfach ergoogeln. Wahrscheinlich. Beziehungsweise im Endscreen wird es bestimmt auch stehen. Ich muss aber ehrlich gesagt gestehen, dass es in den anderen oder in den alten, in den neueren Tomb Raider-Teilen viel, viel schlimmer war. Wie meinst du Also mit da dem ist das Stöhnen? hier, Oder ja, wie? wenn sie beispielsweise in Angel of Darkness, wenn Lara vom Dach gefallen ist am Anfang des Spiels, da musste man auch so Keine eine Spoiler. Sprungpassage machen. Es ist eine Sprungpassage, ich bitte dich. Ja, yeah, alles So, gut. und wenn sie dann vom Dach fällt, dann war das ein fürchterliches Trommelfellplatzendes Schreien, was sie von sich gegeben hat. Ich erinnere mich noch, als ich damals klein war, ich glaube, ich war 7 Jahre alt oder so. Okay. Da war das Schreien so laut, dass meine Mutter in den Raum kam und mich fragte, ob ich doch mal leiser stellen könnte. Nein. Und dann musste ich ihr erklären, dass der Fernseher schon auf einer Lautstärke steht. Ja, Oh. es war echt schlimm. Es war echt schlimm. Frage ist, darf ich weitergehen oder? Du musst da weitergehen, ja. Alles gut. Okay, weil du meintest, hier drin ist noch was. Du kommst jetzt gleich noch zu dem Secret. Okay, alles gut. Und Wollte ich. zwar jetzt. Du solltest jetzt speichern. Denn das schaffst du niemals First Try. Und du musst gleich springen. Ich hab. Oh nein, ich weiß Oh schon ja. ungefähr, worauf ich mich da jetzt einlassen Guck mal, muss. wie lang der Tunnel ist. Oh nein. Ich sehe. Was? Und dein Secret wäre in Dem dieser Raum Tür gelegen. gegenüber, ja. Genau. Ich habe gerade ein Jetzt Krokodil musst gesehen. du. Bitte was? Da war ein Krokodil im Wasser. Oh Gott. Gab es die 1996 schon? Ich glaube schon. Oh ja, jetzt sehe ich es auch. Ja. Gibt es in Griechenland Krokodile? Es interessiert sich nicht für dich. Ich habe durchgespielt. Wieso? Ich habe Du hast gespeichert. gespeichert. Nein. Doch. Nein. 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 Und jetzt. Und jetzt. Holst du Luft und tauchst wie ein Weltmeister. Ich kann nichts mehr machen, oder? Du kannst unter Wasser heilen. Nein, ich meine mit dem Secret. Ich weiß es nicht. Du kommst bestimmt nochmal zurück. Jetzt geh aus dem Wasser Oh, raus. geh raus. Alter. Habe ich nicht gemacht. Oh nein. Monster of Gaming, mein Name. Bitte nicht. Oh, das Wasser ist weg. Okay. Aber das Also das Krokodil ist noch Krokodil. da. Ah, kannst du wahrscheinlich bekämpfen. Gibt es in Griechenland Krokodile? Oh nein. Ist tot? Ja, okay. Ja, in Griechenland gibt es Krokodile. Oh Tatsächlich. nein. Oh nein. Also wenn du jetzt das Secret machst, dann bist du auf jeden Fall tot. Für den Fall, dass du zurückkommst. Aber wahrscheinlich kommst du zurück. Probier mal. Geh mal links hoch. Ich hoffe es. Ja, easy. Ah, guck mal, sieht doch gut aus. Oder auch nicht. Die Musik ist schön. Ah. Oh! Alter. Ja, genau. Was? Ja, das ist jetzt natürlich mies. Das ist sehr, sehr mies. Ja, und da wären wir wieder. Es sind Dinge passiert. Wir haben jetzt das Save Game geladen. Also ein anderes Save Game. Aus dem World Wide Web, welches ebenfalls alle Secrets beinhaltet. Und jetzt sind wir quasi wieder hier. Ich muss dieses Level kurz wieder bis hier hinspielen. Und
im Endeffekt haben wir jetzt nichts verloren. Wir stehen genau hier. Das einzige Problem, das mit dem ganzen Spaß einhergeht, sieht man im Inventar. Die Medipacks haben wir wieder auf normal, genauso alles wie es vorher war, gerichtet. Das Problem ist, wenn man zum Beispiel mal hier auf die Uzi-Clip schaut, wir haben 200 Schuss. Ich weiß nicht, Zeitix, wie viel hatten wir vorher? Von den Uzi-Clips hattest du 4 und von den Magnum-Clips 10. Das heißt, du wirst sehr viel Freude da haben, die alle irgendwann mal offscreen zu verballern, damit das kein Cheaten ist. Shotgun habe ich schon wieder auf 5 runtergeschossen, so wie es vorher war. Und sobald wir halt dann quasi diese Munition verwenden können, werde ich die in die Wand setzen und dann quasi auf der Original zurückbringen, dass es keine Probleme macht. Aber so sind wir auf jeden Fall wieder hier oben. Alles ist cool, das ist einfach, es ist alles genauso wieder wie vorher. Also ganz kurz erklärt, die Safe Games, die du gerade runtergeladen hast, sind im Prinzip 100% alle Sachen eingesammelt, bis so wie wir halt zu genau auch diesen, genau, bis genau. zu genau diesem Spielstand eben und nicht weiter. Weil anders gibt es keine Möglichkeit, ein Level zu resetten oder neu zu starten. Deswegen wir haben extrem war das viel und lang probiert. Ja, wir haben jetzt eine Stunde gebraucht tatsächlich. Ja. Aber egal, so. Let's go. Ich werde nochmal speichern. Speichere ich aber wieder oben. Hier. Ich sehe schon, Alter, ab dem nächsten Level werden dann alle 16 Safe-Slots belegt. So. Aufwärmen. So, okay. Wir haben gespeichert, kann nichts schief gehen. Außer, nee, es kann gar nichts schief gehen. Ich habe 2 Safe-Slots. Du hast genug Saves. Alles gut. Und jetzt First Try. Oder man nicht. Kommt gar nicht so weit. Hä, wie doch, soll denn doch, das doch, gehen? Doch, okay. Doch. Aber ich kann dir, ich gebe dir gleich noch einen Tipp dazu, wie du runterspringen musst. Okay. Boah, das war knapp. Okay. Gib mir den Tipp. Ich habe nämlich jetzt schon echt lang genug den Spaß gemacht. Okay, ich gebe dir den Tipp. Du drehst dich einmal mit deinem Gesicht zur anderen Wand rechts. Denn du musst den Sprung mit einem Backflip machen. Nein, noch weiter. Noch einer weiter. Ach so. Du musst den Sprung mit einem Backflip machen. Anders ist es nicht möglich. Das musst du versuchen. Genauso hat das ein Video auch gemacht. Und dann musst du einen Backflip machen. Das ist doch nicht machbar. Okay, ich verstehe. Ich weiß schon wie. Okay, ich verstehe es. Hör zu, so. Ganz kurz. Das Podest. Ja, da gehe ich drauf. Genau, das brauchst du nämlich noch. Du kannst aber auch, glaube ich, vielleicht kannst du es sogar von vorne machen, aber er hat es mit einem Backflip gemacht. Weil er einfach cool ist. Ja, ich glaube nicht, dass er sich dann die Das Mühe geht nicht. Das geht. Im Video hat er sich an der Kante festgehalten, da wo du quasi jetzt eben abgesprungen bist. Ja, er hält sich fest, dann klettert er nach oben, dann fällt er nach unten auf das andere Podest und dann macht er den Backflip nach hinten. Genau. Jetzt geht er nach oben. Warte kurz, lass mich gucken. So, er geht nach oben. Oh Gott, er geht nach oben, macht dann diesen Schritt nach hinten und genau dann macht er den Backflip und landet genau in der Tür. Also du kannst auf dem oberen Podest mache ich jetzt diesen, ich kann so nicht speichern, ich musste auf Steuerung drücken, wie soll ich denn ins Menü gehen? Achso, okay. Nein, du gehst... Mach ich den Backflip jetzt, unter mir oder über mir? Hör zu. Du ziehst dich nach oben, dann gehst du nach unten, also quasi rückwärts nach unten und dann an der Kante unten am letzten Augenblick machst du den Backflip. Jetzt müsste sie fallen. Und jetzt den Backflip. Schade. Jetzt geht das, glaube ich, nicht mehr, oder? Nee. Ah, du weißt, was ein Dreck das doch ist, ey. Ich musste los. Ah. Ich muss dazu natürlich noch eben sagen, wir haben jetzt auf Krampf versucht, quasi eine Lösung zu finden, dass wir wirklich alle Secrets mitnehmen, dass wir alles gezeigt haben. Wir hätten auch darauf verzichten können natürlich, aber warum? Dann kann man ja nicht 100% einen Titel schreiben. Und ich möchte kurz anmerken, dass es sehr frustrierend war, zu versuchen, die Safe Games zu finden, weil
Monster spielt noch mit einem Community-Fix und dafür brauchtest du noch speziellere Safe-Games und es war echt nicht einfach. Wir haben es echt lange probiert, dass wir dann, dass man da ein bisschen frustriert, das ist klar. Aber das ist alles gut. Es ist alles gut. Bester Content nur für euch, nur bei Monster of Game. Ganz, ganz close. Sie hat sich den Hinterkopf gestoßen, sie blutet, sie ist tot. Die Arme. Oh, das ist, glaube ich, bis jetzt nach dem, was wir am Anfang halt verzapft haben mit dem, ja, schon mit dem Sprung. Ist das jetzt mit... Das ist das zweite Mal tatsächlich, dass wir richtig cutten mussten. Vor allem wir. Du hast halt noch den Luxus, ja. Du musst da nichts machen. Ich muss nichts machen, aber ich bin deine moralische Unterstützung. Speichern. GG. Say load. Load, yo. Dann so. Kannst du aber einpacken. Oh, ich muss so los. Also auch keine Sorge oder so, es ist hier nichts mit Cheats oder sonst irgendwas, es ist alles genauso wie vorher. Die Munition, ja. Wo so viel herkommt, können wir uns auch nicht erklären, aber es gibt auch tatsächlich schon so im Spiel integrierte, so wie den Konami-Code mäßig, so Codes, die du für Munition benutzen kannst, dann kriegst du quasi bis zu unendlich Munition für alle Waffen, aber das ist, nee, sowas machen wir ja nicht. Deswegen wird die Munition, sobald die Waffe verfügbar ist, einfach genau auf den Stand geschossen, auf dem sie dann war. Das möglich ist. Ja, das kommt dann. Also Medipacks und so haben wir schon wieder reduziert. Genau, Medipacks sind wieder auf Standard. Okay. Hinter dir? Ja. Oh lol, habe ich warte jetzt noch abgekürzt? Kurz. Warte, stopp. Ja. Stopp. Eine Secret da unten, das hatten wir gerade auch schon. Das eine Secret, das dritte und letzte in diesem Level, glaube ich, ist es. Aber lass mich mal gucken. Kroko, das Krokodil. Das war dann wirklich ein sehr, sehr anstrengendes Level. Oh Mann, Dann haben wir das. Ich bin jetzt auf jeden Fall glücklich, dass es funktioniert hat. Das freut mich. Nevermind, es gibt noch ein Secret. Aber nicht hier, nehme ich an. Nein, nicht in diesem Areal. Das heißt, ich muss jetzt hier wieder runter. Und jetzt lasse ich mich kurz nach hinten. Das Wasser jetzt, glaube ich, sogar ablassen. Ja, muss ich auch. Sonst haben wir auch keine Chance gegen Kroko, das Krokodil. Das jetzt gerade kommt und mich beißen will. Aber ich war schneller. Wie hieß es nochmal, dieses verdammte Krokodil, was gesungen hat? Schnappi, das Krokodil. Hattest du als Kind auch dieses Spielzeug, bei dem du die Zähne reindrücken musst und wenn du den falschen Zahn triffst, dann schnappt es zu? Weißt du, was ich meine? Nie. Also ich hab's das hatte, mir immer bei meinem Zahnarzt gab's das. Echt? Ja, das war halt so das Einzige, was am Zahnarzt irgendwie cool war. Du hattest halt dieses Spielzeug im Wartezimmer. Das gibt's heute noch. Das steht tatsächlich immer noch drin. Wow. Halt, nee, ich nehme die Pistolen. Im Kindergarten hatten wir, oh Gott, was hatten wir? Wie waren das? Der Affen, irgendwas, wo du so Stangen drin hast. Warte, das ist ja, mal kurz Konzentration. Das war auch traurig. Warte, sofort. Mich kurz. War das nicht dieses mit dieser komplett nervigen Werbung, wenn sie fallen, ist das aus? Ja. War das nicht genau das? Genau das. und. Ich weiß nicht, eines Tages hat irgendjemand in der Gruppe Scheiße gebaut. Das ist auch schon. Ich war da, wie alt war ich da? 5, 4, irgendwie so. Und dann hat irgendwer Scheiße gebaut und deswegen haben sie das Spiel weggenommen. Und das war so traurig. Okay, also jetzt haben wir es hier geschafft. Jetzt kann es weitergehen. Für jetzt euch sind wir doch wieder motiviert. Für uns, ja. Für uns nicht. Ich habe mein Energy immer noch. Warte, ich muss mal ganz kurz Frust saufen hier. Ja, alles Frust saufen vor allem. Hast du dich schon mal an Energy verschluckt? Ich nehme Energy auch immer in die Lunge auf. Speichern. Das sieht sehr nach Speichern aus. Sollte Monster of Gaming bei diesem Let's Play sterben, übernehme ich gerne das Spiel und mache es. Ich bringe es zu Ende für euch. Links steht auf jeden Fall Neptun. Oh Gott, jetzt müssen wir nach unten, dann Hebel drückt man dann wieder nach oben, ich sehe schon. Wie gehe ich denn jetzt am Blödsinn? Ich würde jetzt einfach mal geradeaus und dann nach links. Ja.
Ja. Wo ist sie? Wo ist sie? Ich höre sie doch. Unter die, ober, über die, über die, über die. Obertür. 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 Ich bin der deutschen Sprache scheinbar nicht mehr mächtig. Das also hier ist auf jeden Fall ein Hebel. Ja. Es ist tatsächlich schon 4 Uhr morgens aktuell. Ja, es ist 4 Uhr morgens. Das ist allerdings nicht schlimm, das ist genau meine Uhrzeit. Okay, da bist du effektiv. Da hinten hängt noch eine, links habe ich gesehen. So. Okay, Tor. Oder geht's zum Tor? Das Tor Schön. Zum Tor. Oh nein, oh nein, oh nein. Verdient, verdient. Für so einen schlechten Witz geht man sterben. Shit. Okay, nehme ich überhaupt auf hier fast? Man weiß ja nie. So. Das hattest du am Anfang ja auch. Ich muss mal einen Schluck trinken. Mhm. Nicht in die Lunge, ne? Mhm. Es gibt also 2 Röhren. Durchs Auge? Durchs Auge und durch die Nase. Das ist immer geil. Boah, wie mies. Sollen wir kurz wieder warten? Könntet ihr bitte nicht? Könntest du bitte nicht? Hallo? Was tut sie? Boah, stell mal vor, es gäbe. Ich glaube. Nehmen wir auch erstmal. Ich wollte gerade sagen, stell mal vor, es gäbe in Tomb Raider 1 nicht die Möglichkeit zu speichern. Du fängst jedes Mal wieder direkt am Anfang in Peru an. Nein, aber am Anfang des Levels. Tatsächlich glaube ich, es ist nach dem Level, ich weiß ja nicht, wie lange es noch dauert, aber ich glaube, wir bräuchten mal eine Aufnahmepause, ich zumindest mal. Eine ganz kurze kleine. Nur, dass du Bescheid weißt. Ich höre die Feder, ich sehe sie. Ich sehe sie auch. Spring auf die nächste Plattform. Vielleicht kommen die dann zu dir. Und sie kommen zu dir. Das ist halt ein Witz. Sau. Nochmal speichern. Okay, jo, gute Idee. Save. Hä? Achso, das ist Atlas. In dem großen Raum, in dem du dich befindest, von diesem Raum Secret. Aus kommst du auch zum Secret und du gehst durch keine Tür, bevor du das hast. Okay. Ist es eher oben oder da drüben? Es ist eher ganz weit unten. Ich hole jetzt erstmal das Minipack da drüben. Damokles, oh. Das ist dann im Übrigen auch, soweit ich das jetzt gesehen habe, das letzte Secret. Aber ich überprüfe das voll nochmal. Ja. 4 Secrets in diesem Level. Oh, nicht load. Ich muss unbedingt gleich mal kurz an. Ja, frische Luft jetzt nicht unbedingt, aber. Erstmal eine Valium nehmen. Tomb Raider ja, ist so anstrengend. Natürlich. Boah, ey, mach mich fertig, Lara. Da wird man nicht alt. Nee. Dafür bleibt man jung. Ist doch schön. Komme ich jetzt hier am blödsten nach unten? Einmal geradeaus. Alter. Leben am Limit. Du gehst nicht durch. Nein, nein, nein. Alles gut. Ich schaue, wie ich nach unten komme, ohne zu verrecken. Das ist noch zu hoch, nehme ich stark an. Oh. Oh. Guck mal da, das Loch runter, links von dir. Was liegt denn da? Da liegt Munition. Oder du machst es so, okay. Weil ich das sonst nie wieder hinfinde. Wie machen wir das mit der... Ich finde jetzt Munition. Wie machen wir das dann mit dem Hochrechnen?
das ist Shot. Nee, das ist keine Shotgun-Muni. Das ist Magnum Clip. Ja, wir machen Worst-Case-Szenario. Wir rechnen dir 2 Clips kriegst du pro Aufnahme, ne? Ich bin auf Max. Das war ein Magnum. Magnum. Achso, 252, ja 2. Gut, dann rechne ich da einfach 2 zu. Kein Easy. Problem. Ich hoffe, dass du relativ schnell die Magnum und die Uzi findest, weil sonst werde ich sehr, sehr lange hinterher schreiben müssen. Ja. Nach ganz unten, meinte der Herr. Ja, schon nach unten. Ob es jetzt ganz unten ist? Nein. Ich glaube, eine Ebene, wo du gerade warst. Was? Oh, Hacker. Sollte das so? Boah, du findest da 4 Schlüssel? Das ich nehme stark an, das sind diese 4. Hä? Ja. Ach, das ist, weil ich mich drehe, dann verschwindet die Textur in der Tür. Ah, ich dachte schon. Das sind wahrscheinlich die Schlüssel, Atlas, Tor und was da auch noch so ist. So, jetzt mal hier. Ey, das glaube ich wird noch ein bisschen dauern hier tatsächlich. Das ist ein großes Level. Ich nehme an, hier ist das Secret. Es ist mit 45 Minuten angegeben. Ich nehme an, hier ist so das Secret, eine Ebene über dir. Über mir? Sein, oh. Eine Ebene über dir. Hm. Warte, lass mich gucken. Es ist genau eine Ebene über dir. Oder? Nee, warte. Lass mich nicht lügen. Nee, die Door ist richtig. Nee, die Door ist richtig. Du musst dafür einen Hebel betätigen. Na super. Nur welchen? Warte, ich schaue nach. Ich schaue halt, ob ich irgendwo was sehe, aber... Ja, du musst die Door erstmal öffnen. Dann. Okay. Es gibt mindestens ist der Hebel ganz oben. Noch 2-3 Schalter, in der Raum, wo du gerade bist. Boah. Böse. Ich heil mich mal. Zumal ich immer noch sagen muss, dass es Spiel die einfach viel zu viele gibt. Hier ist noch einer. Guck mal. Okay, dann sind auf jeden Fall schon mal alle Gänge offen zu den Schlüsseln. Da hinten ist Damokles. Ich kann's grad nicht lesen. Damokles. Ah, okay.